2 CB, 4-mal Ketamin, 3-mal Amphetamin, 1,5 Gramm Phenibut, einmal LSD, einmal DMT und einmal Alat. Alter. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Reaktion auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr seid gut durch den Sonntag gekommen und wir finden jetzt einen gemütlichen Abschluss von eben diesem Tag. Open Mind hat sich eine Frage gestellt, und zwar, ob er weniger Drogen nehmen soll. So steht es zumindest im Titel. Ich bin jetzt ziemlich gespannt, ob das hier ein ernsthaftes Video ist oder irgendeine Werbeveranstaltung. Das kann auch passieren und das würde mich persönlich ein bisschen knicken, aber wir haben hier am Anfang auf jeden Fall schon mal einen Text, der ein wenig Aufklärung mit sich bringt. Open Mind ist für mich tatsächlich eine Person des Internets, die nicht ganz unproblematisch ist. Ich erinnere mich an die eigenen Erfahrungen. Ich habe mir im Prinzip durch seinen Content, das ist auch meine Schuld, das gestehe ich mir selber auch ein, habe ich mir Hunger machen lassen auf Lachgas und es auch relativ aktiv konsumiert in einer Gruppe, die durch mich dann auch wiederum auf die Substanz gekommen sind. Das ist so eine kleine Geschichte für sich und ich würde den Konsum heute auch nicht mehr so tätigen, wie ich ihn mal getätigt habe. Und dann gab es noch die eine Sache mit dem, Just Nero. Er saß zusammen mit Just Nero auf der Couch und hat etwas konsumiert, was Just Nero auch konsumiert hat und damit eine gewisse Problematik einfach hat, auch immer noch aktiv hat. Und die Sache fand ich auch nicht so toll, dass man vor einer betroffenen Person direkt konsumiert und da heißt es nicht, ja gut, der hat jetzt einmal gesagt, das geht schon klar. Das ist einfach ein riesiges Thema und er ist für mich halt nicht ganz unproblematisch. Ihr könnt mir aber sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Open Mind haltet. Ich muss zu seiner Verteidigung auch dazu sagen, er macht auch sehr, sehr viel Gutes und die Punkte, die ich kritisiere, die sind nicht so riesig, dass ich jetzt sage, er darf nicht weitermachen. Er ist ein ganz, ganz böser. Es sind lediglich Anreize zum Nachdenken. Gut, gehen wir rein. Habe ich ein Drogenproblem? Ich habe über die letzten Monate ein genaues Drogentagebuch geführt, wo ich wirklich jeden einzelnen... Also meine Befürchtung mit der Werbung, da oben rechts steht, ihr könnt es gerade nicht sehen, da stand ganz kurz Link zur Open Mind App, also geht es hier um seine eigene App. Aber er hat da sehr, sehr viel eingetragen an dem einen Tag. Diese kleinen Bubbles, die man da sieht, sind dann wahrscheinlich alles einzelne Substanzen. Keta, 2CB, Keta, Kratom, Respekt und Anerkennung. Einen Konsum notiert habe, um zu schauen, wie viel Drogen ich wirklich nehme. Spoiler, an manchen Tagen habe ich echt sehr übertrieben. Notiert habe ich das Ganze natürlich mit der Drogentagebuchfunktion von der kostenlosen Open Mind App. Einfach nach der Substanz, die man vorhat zu konsumieren, suchen. Okay, zumindest ist sie kostenlos. Ob es jetzt da irgendwelche Microtransaction gibt, dass man da dann zusätzliche Inhalte sich ziehen kann für eine gewisse Ausgabe, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Mich beschleicht jetzt der Verdacht von Werbung, aber wenn es kostenlos ist, erstmal kostenlos ist, ist okay. Was mich nur ein bisschen wundert, ich erinnere mich an die alten Zeiten von Open Mind und seine Aussagen zu seinen langen Konsumpausen. Das passt gerade nicht so richtig zu dem, was wir da eben gesehen und gehört haben. Das wundert mich ein bisschen. Und ich habe auch in seinem Kommentarfeld des Öfteren mal gelesen, dass sich Zuschauer von ihm Gedanken um ihn machen, da er irgendwann, zumindest anscheinend subjektiv nach der Wahrnehmung der Zuschauer und auch meiner Wahrnehmung, mehr konsumiert, wie es einmal war. Interessant. Da findet ihr dann eine kleine Kurzinfo mit Dingen wie Dosierangaben. Hier klickt ihr dann unten auf Konsum starten. Der Konsum wird dann nicht nur in deinen Kalender eingetragen, es wird dir auch angezeigt, ob dein Rausch schon am Peak war, damit du nicht zu früh nachdosierst. Gehen wir also mal auf meine Konsumhistory. Anfang Juni alles sehr moderat, an Wochenenden eine sehr kleine Dosis 2 CB oder Ketamin. Am 18. Juni war ich auf einer Party von einem Homie, da habe ich ein paar mehr Substanzen konsumiert, aber auch von den Dosierungen eher jeweils gering. Selbst wenn die Dosierung gering ist, ist das auf jeden Fall eine wilde Mische und auch zeitlich sehr aneinander geklebt. 2 CB um 0.19 Uhr, DMT um 0.21 Uhr und dann Alat 0.25 Uhr, das kenne ich noch nicht einmal.
Interessant. Sehr, sehr interessant. Aber ich finde seine App bis jetzt vollkommen in Ordnung. Also wenn es da, ich habe sowas zuvor noch nicht gesehen und hätte jetzt auch persönlich kein Bedürfnis danach, so eine App nutzen zu müssen. Da selbst wenn ich jetzt konsumieren wollte, es so selten machen würde, dass ich dafür keine Dokumentation bräuchte. Also da wären bei mir so wenig Bubbles da in der Theorie, da ich einfach zu viel Schiss habe, von irgendetwas auf irgendetwas kleben zu bleiben, sagen wir es mal so ganz einfach. Aber das ist echt, der hatte hier, also wir gucken jetzt einfach mal so ein bisschen in den Juni 23 von Open Mind rein. Da ist am Freitag, 2. Freitag ist eine Bubble, am Samstag ist eine Bubble, dann am Donnerstag ist eine Bubble, am 8. Am 18. ging es richtig rund. Dann am 24., am 25., am 29., am 30., am 1. und am 2. Gut des Folgemonats dann. Aber da war jetzt keine Woche dabei, wo er mal einen kompletten Konsumstopp durchgezogen hat. Also ich würde das für mich schon als bedenklich einordnen. Selbst wenn ich jetzt nicht weiß, was er an den Tagen konsumiert hat, aber er hat ja irgendetwas konsumiert. War an dem Abend jetzt nicht sonderlich high. Ab dem 29. Juni war ich dann auf einem mehrtägigen Event, wo sehr viele Substanzen konsumiert werden, und es war wirklich so, dass ich auf diesem Event so viel Drogen wie noch nie zuvor in meinem Leben konsumiert habe. Da habe ich es besonders mit MDMA übertrieben, weil ich immer hart den Drang hatte nachzulegen, weil es nie so richtig gekickt hat, obwohl ich eigentlich Monate Pause gemacht hatte. Nach einer Initialdosis von 110 Milligramm habe ich 5 Mal nachgelegt an dem einen Abend. Allerdings jetzt nie so große Dosierungen, aber addiert ist das auf jeden Fall zu viel gewesen für einen Abend, und zwar über 300 Milligramm. 2 CB habe ich dann auch noch regelmäßig dazu gemischt, weil ich mir hoffte, so den MDMA-Kick zu bekommen, aber ich habe es nicht so wirklich geschafft. Ich habe mich dann nicht so drauf gefühlt. Auf den Bildern von dem Abend sehe ich allerdings hart drauf aus. Die Tage danach waren sehr stark dominiert von 2CB. Ich hatte da 2CB Nasenspray am Start. Das resultiert immer in vielen Einträgen, aber pro Spritzer ist da nicht so viel drin, dass es da jetzt auch nie zu einem besonders krassen Rausch kam. An dem Event hatte ich auch zum zweiten Mal in meinem Leben Amphetamin konsumiert, wovon ich allerdings nicht so viel gespürt habe. Ich war auf diesem Event Dauerhigh, weil ich immer so nachgelegt habe, also insgesamt 7 Mal MDMA, 14 Mal 2CB, 4 Mal Ketamin, 3 Mal Amphetamin, 1,5 Gramm Phenibut, einmal LSD, einmal DMT und einmal Alat. Alter. Gut, manche erfahrene Leute werden sich jetzt denken, ja, Jüngchen, da hast du dir ein bisschen was gegeben, aber ich kann da zehnfache nochmal von. Aber für mich ist das schon intensiv, sagen wir es mal so. Und wenn mir ein Kumpel sagen würde, also wenn Open Mind jetzt mein Kumpel wäre und ich würde mich nächste Woche mit ihm auf einen Kaffee treffen und er würde mir sagen, hier, die Litanei habe ich mir reingezogen auf dem und dem Festival, dann würde ich halt auch nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Alleine LSD und dann die anderen Substanzen, gut, es waren mehrere Tage, aber trotz alledem. Strange. Aber die Dosierungen waren halt immer eher moderat, sodass ich halt nie richtig drauf war. Trotzdem sind das akkumuliert zu viele Substanzen für diesen Zeitraum. Deswegen habe ich bewusst danach etwas gefastet. Ich habe die Wochen darauf im Grunde gar nichts genommen, nur ab und zu 10 Mikrogramm 1D LSD als Microdose und an einem. Aber warum sollte man weiter LSD in Microdose nehmen? Also viele erhoffen sich dadurch ja irgendwelche positiven Effekte fürs Leben. Bin ich aber auch kein absoluter Freund von. Aber da gehen wir gerade zu tief in die Thematik, ehrlich gesagt, glaube ich, rein. Abend wurde mir und ein paar Comedian-Homies etwas DMT in unser Wurstbrot gemischt. Das Drogenfasten konnte ich aber nur bis zum Ende des Monats durchziehen, weil ich ab Ende Juli eine Woche auf dem Ozora-Festival war. Auch hier war 2CB das, was ich am häufigsten genommen habe. Den stärksten Rausch hatte ich allerdings auf der Ozora primär durch Alat. Da war ich an dem einen Abend wirklich völlig outgespaced, weil ich immer versuche, meine Pausen einzuhalten.
einzuhalten, habe ich an dem Festival MDMA gar nicht genommen und auch keine anderen Opfer, bis auf einmal 10 Milligramm Medikinet und einmal 100 Milligramm Modafinil. Bei so einem Festival sollen... Aber die Aussage beißt sich ja jetzt irgendwie. Er versucht zu fasten, aber nimmt dann trotzdem Upper ein, obwohl er eigentlich auf die fasten wollte. Aber ich habe das noch komplett anders in Erinnerung, dass er dann gesagt hat, dass er nach einer längeren Konsumsession monatelang komplett abstinent ist. Es kann aber auch sein, dass es gerade irgendwie in meiner Erinnerung komplett verfälscht dargestellt wird. Aber das sind meine Erinnerungen zu dem alten Content von Open Mind. Ja, schon Psychedelika im Mittelpunkt stehen. Ketamin war auch immer mit von der Partie, aber auch ab und zu etwas von der legalen Droge Kratom. Und weil ich an dem Festival irgendwie immer voll schlecht schlafen konnte, gönnte ich mir jeden Tag zum Einschlafen etwas Melatonin-Spray, aka Deep Sleep. Also, in der Woche nahm ich insgesamt 11 mal 2CB, 6 mal Ketamin, 2 mal Phenibut, 2 mal Kratom, 2 mal Ala, 2 mal Ibuprofen, 2 mal Tramadol, 1 mal Medikinet, 1 mal Modafinil und 6 mal Melatonin. Was gerade auch so ein bisschen eine versteckte Werbung ist, weil Supplements, Mainz ist ja, meine ich, seine eigene Marke, die er auch im Internet vertreibt. Zu Melatonin kann ich euch, also ganz ehrlich, Melatonin habe ich jetzt selber eine lange Zeit genommen, um besser einschlafen zu können. Es hat auch relativ lange gut funktioniert, bis es dann irgendwann so war, dass ich das nehmen musste, um normal einschlafen zu können und am Folgetag dann dadurch gerädert war. Also du bist abgestumpft, du bist dauermüde, dein Kopf funktioniert nicht richtig. Und was ich auch ganz interessant finde, im Internet steht auch des Öfteren, dass wenn man Melatonin eine längere Zeit einnimmt, dass es Nebenhöhlenentzündung irgendwas mit den Nebenhöhlen mit sich bringen kann. Und ich habe damit Probleme, hatte die aber schon davor. Nur interessanterweise sind sie jetzt schlimmer geworden. Ich hatte keine Ahnung, warum. Kann also auch ein bisschen daherrühren. Und auch wenn das Zeug so offen im Einzelhandel verkauft wird, sollte man vorsichtig sein und vielleicht eher zu Alternativen greifen wie Baltriam oder sonstigem. Oder einfach vielleicht 1-2 Stunden vorm Schlafen gehen nicht mehr aufs Handy gucken. Das soll auch ganz gut helfen. Deep Sleep Spray. Mir fällt irgendwie auf, dass ich in letzter Zeit auch immer ab und zu Ketamin nehme, obwohl ich gar nicht so weiß, warum. Bei 2CB, da finde ich den Rausch einfach immer angenehm, aber bei Ketamin kann ich bis heute gar nicht genau beschreiben, wie sich der Effekt anfühlt und ob das überhaupt ein besonders erstrebenswerter Zustand ist. Aber warum nimmt er es dann? Er weiß nicht wieso, er weiß nicht warum, aber er nimmt es trotzdem. Also alleine diese Aussagen, die er hier in dem Video schon getätigt hat, würden mich, wenn ich sie getätigt hätte und mir das Video nochmal anschaue, was er hoffentlich auch tut, während im Schnitt und sonstigem, würden sie bei mir so einen Denkprozess anstoßen. Dann lasse ich das Keter doch weg und dann ist gut. Und ich kann ihm nur empfehlen, auch wenn das in meiner verschönten Erinnerung vielleicht nur manifestiert ist und da der Wahrheit entspricht, ich würde ihm echt nur sagen, Jürgen, mach mal 2-3 Monate gar nichts. Und wenn du da komplett easy peasy durchkommst, ohne ein genau gesetztes Datum, wo du einfach mal sagst, so 2-3 Monate irgendwie um Dreh rum, ich bleib jetzt clean, dann ist alles okay. Aber wenn du dann merkst, da dein Körper möchte was oder ja, jetzt nochmal und hier und nochmal da, dann weißt du, dass da auch ein Problem vorliegt. Schwierig. Ich bin jetzt seit 2 Wochen wieder von der Ozora zurück und in diesem Zeitraum wurde mir lediglich einmal 0,8 Gramm Pilze in mein Wurstbrot gemischt und ansonsten wieder nur 1D-LSD-Microdoses. Es stehen dieses Jahr auch keine weiteren Festivals auf meiner Liste, das heißt, hier wurde wirklich die exzessivste Phase des Jahres dokumentiert, vielleicht sogar die exzessivste Phase meines Lebens, weil ich noch nie so dicht hintereinander auf so Events war. Wie ihr gesehen habt, sind meine Main Drugs Psychedelika, weil die laut dem jetzigen Forschungsstand nicht irgendwie die Organe kaputt machen, eine sehr geringe Suchtgefahr haben und man stirbt da auch nicht an einer Überdosis oder so. Die Hauptgefahr sind da Psychosen. Nehmt euch trotzdem daran kein Beispiel und nehmt lieber keine Drogen, besonders wenn ihr noch unter 21 seid, weil da Drogen besonders schädlich sind. Ich habe mir jetzt für die nächste Zeit vorgenommen, vor allem kein 2CB zu nehmen, weil es irgendwie zurzeit zu sehr Routine auf Partys wird. Ich bin auf irgendeiner Party und dann kommt zu schnell der Gedanke, vielleicht ein paar Spritzer 2CB dazu gönnen. Und ja, dieses...
Das sind genau diese gefährlichen Gedanken, die man dann haben kann. Und das könnt ihr, Philipp, wenn ihr jetzt überhaupt gar keine Berührungspunkte habt mit diesen ganzen Namen und Substanzen, übertragt es auf eure Alltagssubstanzen, die ihr kennt. Sei es jetzt das Feierabendbier, der Schnaps, den man trinkt, wenn man beim Kumpel ist, oder. Wenn dein Kopf dir sagt, so jetzt wäre doch mal richtig schön, das sind die Momente, wo man sich selber hinterfragen muss. Aber gut, das tut er ja hier. Das Automatisierte will ich durch Abstinenz loswerden. Erst durch dieses Tagebuch ist mir aufgefallen, dass es einfach zu viele 2CB-Einträge gibt. Daher empfehle ich euch auch so ein Tagebuch zu führen. Da könnt ihr auch immer sicher gehen, dass ihr beispielsweise nicht öfter als alle 3 Monate MDMA konsumiert. Die Open Mind App hat übrigens nicht nur die Drogentagebuchfunktion, man kann da auch Kreuzkonsumchecks machen, um zu schauen, welche Drogenkombinationen besonders gefährlich sind. Und bei den Trip Games kannst du schauen, wie Substanzen deine Leistungen beeinflussen. Vor dem Memory-Spiel kannst du eintragen, auf welcher Substanz du gerade bist, und später siehst du dann in der Highscore-Liste, bei welcher Substanz du das schlechteste Merkvermögen hast. Obwohl die Entwicklung der App bereits einen 5-stelligen Betrag gekostet hat, könnt ihr euch die App, wie gesagt, komplett kostenlos herunterladen. Da ich durch YouTube-Videos selbst kein Geld verdiene, war das Ganze finanziell nur möglich dank denen unter euch, die Kunden in meinen Online-Shops sind. Jeder weitere Kauf in einer der Shops supportet auch die Weiterentwicklung der App. Es sind viele weitere phänomenalen Features geplant. Gerade wo ich das Video aufnehme, ist die App sogar werbefrei, aber in Zukunft wird es ein paar dezente Banner für meine Shops geben, damit ich mehr Ressourcen in die Weiterentwicklung der App stecken kann. Ich will hier selbst auch für mich als Nutzer der App die perfekte Drogen-App kreieren. Eieieiei. Er macht das Ganze ja schon jahrelang und ich habe wirklich nur die innere Hoffnung, dass er darauf nicht irgendwann abkackt. Es gab jetzt einen Fall von einem Drogen-YouTuber, der es leider nicht geschafft hat, den Absprung, und der auch nicht mehr unter uns weilt. Bei ihm mache ich mir jetzt tatsächlich nicht so die heftigen Gedanken, dass er da auch in diese Richtung tendiert. Aber es gibt so einen ganz merkwürdigen Vibe. Sein Shop, die minimalistische Einbindung von Werbung. Er sagt zwar immer, konsumiert nichts, nehmt nichts, bleibt sauber und das dient alles der Aufklärung und pipapo, aber wir wissen ja alle, worum es bei dem Content für viele geht. Nicht für die meisten, aber für viele wahrscheinlich. Es ist ein schmaler Grat, auf dem er geht. So kann man es, glaube ich, sagen. Die App gibt es sowohl im Play Store als auch im App Store. Bei der iPhone-Version aus dem App Store ist allerdings das Memory-Spiel nicht mit dabei, weil das scheinbar gegen die Richtlinien verstößt. Auf meinem Telegram-Kabal findet ihr allerdings eine Anleitung, wie ihr trotzdem auf das iPhone die Version mit Memory bekommen könnt. Ja, jetzt wo ihr mein Drogentagebuch von den letzten 3 Monaten gesehen habt, wie beurteilt ihr meinen Konsum? Habe ich schon ein Drogenproblem? Werdet ihr jetzt auch anfangen, Drogentagebuch zu führen, damit ihr mehr auf Safer Use achten könnt? Nochmal danke, dass ihr diese Videos und die Entwicklung von solchen coolen Apps möglich macht. Interessant, auf jeden Fall. War mal ein komplett anderes Video von ihm. Komm, wie viel haben wir jetzt? Wir gehen nochmal ganz kurz zusammen in die Kommentare rein, weil mich interessiert, was haben die Leute, also seine Community, geschrieben. Das Video ist jetzt nun mal auch schon 2 Wochen alt. Okay, echt cool und vorbildlich, dass du so offen über deinen eigenen Konsum sprichst und dich dabei selbstkritisch hinterfragst. Okay. Ich folge deinem Kanal schon seit ca. 5 Jahren und fand deine Videos immer amüsant und gut erklärt im Sinne der Drogenhilfe, aber wichtig, über Substanzgebrauch richtig aufzuklären. Okay, durch einen Erfahrungsbericht hatte ich immer einen besseren Einblick, wie manche. Na gut, hier, das ist ein längerer Kommentar. Aber seit einer Weile mache ich mir etwas Sorgen um dich. Ich arbeite in der Suchthilfe. Mach doch nochmal auf. Sicherlich bist du von dem Zustand meiner Klientinnen noch weit entfernt, scheint es noch zu funktionieren, aber du solltest dir unbedingt mal durch den Kopf gehen lassen, ob dein Substanzgebrauch nicht langsam in eine Polytoxikomanie abdriftet. Ich meine zwar nicht täglich, aber recht oft ballerst du Upper, Downer und psychedelische Substanzen, um teilweise die Wirkung gegenseitig zu beeinflussen, zu bestärken. Tatsächlich denke ich auch so ein bisschen in diese Richtung, wie hier dieser sehr lange Kommentar auch beschreibt, sehe ich genauso überhaupt, weil er früher immer vom Mischkonsum abgeraten hat,
habe ich auch beobachtet, ungefähr seitdem mit seiner Freundin Schluss ist. Okay, das ist jetzt eine vage Vermutung. In welcher Stadt? Ich glaube, dass er sich diese Problematik schon bewusst ist. Deswegen hat er vermutlich auch so ein Tagebuch geführt. Schönes Mitgefühl, das kam von dir. Okay. Sehr gut, wie du mittlerweile immer auf die Risiken hinweist, hast dich echt entwickelt. Das ist ein positiver Kommentar. Pass einfach auf dich auf. Ohne dich wird die Welt ein Stückchen schlechter. Okay. Ist ja inzwischen wirklich so hoch. Simon, jede Sucht ist eine Sehnsucht nach was. Man sehnt zu sich, ist wirklich nur Rausch oder gutes Gefühl. Wenn der Mensch wirklich will, ist letztes Endes zu Glücksbringen. Okay. Proletopia hat auch kommentiert. Mann, das ist schon heftig, pass auf dich auf, okay? Gefühlt hast du den Zeitraum mehr Drogen konsumiert als ich in meinem gesamten Leben. Also anhand unterschiedlicher Substanzen ist es bei mir aus. Also die hat er auch weit überstiegen innerhalb dieser kurzen Zeit. Ich glaube, du hast dich wie ein Phänomen richtig drauf gefühlt. Okay. Fahren, Mischkonsum aufklären. Ich finde, du solltest mehr auf die Gefahren von Mischkonsum aufklären. Hast du meiner Auffassung nach früher mehr gemacht? Okay, das ist auch eine Person, die schon länger anscheinend dabei ist. Ich hoffe, dass du wieder weniger nehmen kannst. Ich wünsche dir viel Kraft. Solange dein Alltag gut läuft und du auch mal einige Tage nüchtern bleibst, ist es wohl eher eine schlechte Angewohnheit als ein Problem. Interessant. Super Idee mit der App. Wie kommst du eigentlich zu den Drogen? Wie entkommst du der Strafverfolgung? Seit diesem Video bin ich mir zumindest sicher, dass ich selbst kein Drogenproblem habe. Okay, das war ein guter abschließender Kommentar. Zumindest zu der Kommentarwelt. Jetzt möchte ich aber gerne auch noch ein kurzes Feedback abgeben. Anhand der Entwicklung von Open Mind, die ich jetzt schon über mehrere Jahre mitverfolge, immer mal wieder aktiver und ein bisschen weniger aktiv, zeitweise auch selber mit aktiv bei gewissen Substanzen, kann ich nur sagen, dass ich ihm einfach nur raten würde, wieder längere Konsumpausen einzulegen. Und sollte das wirklich nur eine verfälschte Erinnerung sein, dann fang damit an, Simon. Einfach mal 2, 3 Monate nichts nehmen. Aber jetzt auch nicht sagen, so, ich höre jetzt am 16. auf, in 3 Monaten am 16. kann ich dann wieder anfangen, sondern lass den Zeitraum so ein bisschen offen und dann horch in dich rein. Wenn da keine Stimmen kommen von hier, jetzt mal und überhaupt und alles drum und dran, ist alles gut. Und was auch noch wichtig ist, wenn dein Umfeld nicht auf einmal anfängt, dir zu sagen, ey, warum nimmst du nichts? Das ist auch so ein Thema für sich. Aber ob er jetzt weniger Drogen nehmen sollte oder nicht nehmen sollte, liegt schlussendlich bei ihm. Ich würde es ihm auf jeden Fall empfehlen. Bin auf eure Meinung gespannt, was ihr so zu diesem Video zu sagen habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Rest Sonntag und ich glaube, wir werden uns nicht mehr allzu viele Open Mind Videos angucken, weil es mich ein bisschen triggert. Gut, jetzt habe ich es zum Ende gesagt, dann kriegt es auch nur der harte Kern mit. Esst Haferflocken und seid nett zueinander.